So das ist etwas, was man auch nicht jeden Tag sieht, vielleicht sieht man meine Hand vor Kälte. Und zwar ein Blutegel. Das erste Mal, dass mir so einer begegnet. So Leute, denkt an den Wettbewerb, das läuft ja immer noch, das Gold gewinnen. Da müsst ihr Hashtag Gold reinschreiben unten in die Kommentare. Meine YouTube-Seite und meine Facebook-Seite abonnieren. Dann habt ihr die Möglichkeit von meiner Serie, wie Goldwaschen funktioniert. Das Gold, was ich dabei raushole, könnt ihr dann gewinnen. Sind wir wieder am Napf und zwar an einer schon dagewesenen Schiffstelle. Ich habe heute noch eine neue Pumpe besorgt und zwar wieder hier. Und meine Schleuse habe ich da hinten auch schon platziert. Von dem her würde ich sagen, los geht's. So, moin moin, ich habe euch ja gesagt, ich erkläre euch heute die Folge, was über das Material. Da dann ist man mit den Waschpannen. Ich verändere jetzt diese Variante vom Goldblitz. Die hat da die großen Riffen und auf der gegenüberliegenden Seite die feinen. Deswegen wasche ich zuerst raus, dann wende ich das Ganze und dann wasche ich auch die kleinen noch raus. Mit einer Pfanne wie dieser hier, die S-Print, die hat hier die großen Riffen. Neben den kleinen. Da gibt es solche, die haben nur große Riffen. Dann müsst ihr halt mal mieten oder ausleihen oder mit jemandem mitgehen, dann könnt ihr mal gucken, was für euch passt. Nächste wäre so ein Sieb. Da gibt es verschiedene Varianten: Metallic, Plastik, ist ja bestes Plastik. Da könnt ihr auch kleinere haben. Ich habe jetzt die Variante, das finde ich ausreichend. Einen passenden Eimer, sodass ihr da reinpacken könnt. Könnt ihr schön reinschaufeln, wieder etwas spülen, nachher das grobe Material könnt ihr einfach wegkippen, dann habt ihr hier den feineren Sand und hoffentlich Gold. Das wäre so das. Dann eine Schaufel. Ich habe jetzt Stahlgriff, da kann ich etwas mehr rücken damit. Da müsst ihr halt selber schauen, ob ihr Holzgriff wollt, ob ihr einen kürzeren, einen längeren wollt, das seid ihr euch überlassen. Wenn ihr euch nachher noch verschiedene Materialien einblendet, dann habt ihr noch einen Überblick. Ich würde sagen, das ist mal so die Basic. Schleuse komme ich dann auch noch drauf zu, aber ich denke, das wäre dann eher für Vorsicht. Also wenn ihr eine Waschpanne habt, eine Schaufel, einen Eimer, dann könnt ihr anfangen, Gold waschen. Das kriegt ihr unter 50 Grad. Also das ist minus 50 Grad. So, mal noch ein paar Worte zu der Schleuse. Also hier ist ein Trichter, der beruhigt die Strömung, sorgt natürlich dafür, dass ihr genügend Wasser habt. Die Strömung wird beruhigt. Ihr habt eine Gummimatte, da lagert sich auch schon das erste Gold ab. Und danach kommen unten drei Riffel. Bis drei solche Riffel, die sind gebogen und dahinter lagert sich das Gold ab. Die sind jetzt 10 mm, das reicht für hier. Es gibt andere Gebiete, da braucht ihr dann höhere Riffel, so 20 mm. Dann habt ihr hier ein Streckgitter und darunter ist noch ein Autoteppich. Da kann man aber auch andere Materialien nehmen. Man kann die ganze Länge mit Gummimatte nehmen oder meinen Moos. Das ist dann je nach Geschmack. Es gibt solche, die haben zwei Riffel. Ich habe drei Riffel, dann gibt es solche mit vier Riffel. Muss halt dann jeder selber für sich entscheiden, was er möchte. Sinn und Zweck ist eigentlich, dass er da das Gold hängen bleibt und der restliche Gestein und Sand rausgeschwemmt wird.
Ich zeige euch die aber nachher noch, wenn ich es auswasche. Also respektive das Cleanout mache, weil ich werde jetzt nur eine halbe Stunde reinschaufeln und danach zeige ich euch das, wie das ausschaut. So Leute, nach anderthalb Stunden des Schaufelns würde ich sagen, schaut es ziemlich nice aus, also sehr nice. Mittlerweile ist auch die Sonne gekommen und wenn man jetzt da in die Schleuse reinguckt, und ihr seht das mit der Kamera, dann ist überall voll. Ein richtig vom Feinsten. So gefällt mir das. Ich weiß nicht, was unten im Teppich drin ist, aber das werden wir nachher sehen beim Cleanout. Ich lasse jetzt noch etwa 15 Minuten durchspülen und dann mache ich den Cleanout, dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Leute,
jetzt auf der Kamera. Versucht mal da fokussieren. Seht euch mal die Goldstücke rein. Vom Feinsten. Sehen könnt. Auf der Bühne. Ach, macht richtig Leute, Leute. Heute habe ich Freude. Gestern war ein schlechter Tag. Heute nicht ist umso mehr. Da, Mutter, dein, sagt die Mutti. Leute, so schaut's aus. Bloß das, was ich schon im Fläschchen habe. Schaut's aus. So, ich gebe euch jetzt da noch ein paar Bilder, wie es hier ausschaut. So, dann der Autofokus funktioniert. Meine Schiffstelle hier, schön mit Menschen gekennzeichnet. Das nicht kennen. Da macht man so Steinmännchen und kann dann quasi sein Claim. Naja, hier gibt es ja keine Claims, auf die Schürfstelle markieren. So, also, schauen, ob der Autofokus kommt. Jawohl. Also, ich bedanke mich fürs Zugucken, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.
Radio Denkt an Hashtag Gold. Subscribe zu meinem Kanal und meine Facebook-Seite followen oder liken oder wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Also, bis dann. Tschüss.